Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin Janusz. In diesem Video zeige ich dir ein overpowerten Waffenbild mit dem Henkerschwert. Falls dir das Video natürlich gefällt, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon durch. Let's go. So, dann präsentiere ich euch hier einmal den Schaden von der Waffe. Denn der ist auf jeden Fall extrem. Da, wie ich hier schon sehen kann, rasieren wir den einfach weg und machen hier mit 10.000 Schaden. Das ist einfach übelst krank. Damit machen wir hier einfach Bosse in wenigen Sekunden weg. Und das werde ich euch hier dann auch noch gleich demonstrieren. Aber ich würde mal sagen, zuerst holen wir uns hier mal die ganzen Sachen, die wir hier einmal benötigen. Um das Henkerschwert zu bekommen, müsst ihr hier einmal zur Schattenburg. Dann müsst ihr hier Elmer von den Dornen besiegen. Was ihr natürlich auch noch braucht, ist unter anderem Millicents Prothese. Und zwar versteckt das hier unser Geschick und erhöht die Kraft bei Angriffsserien. Und da wir ja unser Schwert hier in die Gegner reinspinnen, zählt es ja auch als Angriffsserie. Weswegen das hier natürlich auch noch unseren Angriff um 20% boostet. Dann hier natürlich verrottete, geflügelte Schwertinsigne. Die kriegt ihr hier auch aus Millicents Questline. Die müsst ihr hier natürlich abschließen. Da müsst ihr euch entscheiden, ob ihr hier helft oder nicht. Dann kriegt ihr hier je nachdem eins der beiden Talismane. Dann hier natürlich nochmal für Godfreys Ikone. Müsst ihr einmal Godfrey besiegen in seinem Siegelgefängnis beim Altersplateau. Dann habe ich hier noch als Zauber und Aufrufe nochmal Flamme gibt mir Kraft. Das boostet hier natürlich unseren Angriff auch nochmal um 20%. Dann Terra Magicus. Das boostet hier natürlich unsere Magieangriffe. Dazu sage ich euch gleich natürlich noch mehr. Und dann nochmal den goldenen Schuh, der unsere Angriffspower hier nochmal um die 10% boostet. Manche spielen hier natürlich diese Variante auch noch mit dem blutkochenden Aromat, was hier natürlich auch noch unsere Angriffschance um 50% steigert. Dann natürlich hier nochmal als wundersame Arzneimischung habe ich hier die gesprungene Magieschleierträne. Die verstärkt ja natürlich für kurze Zeit unsere Magieangriff, was hier natürlich umso besser ist, da die Waffe hier natürlich mit Intelligenz scaled. Und dann habe ich hier natürlich noch die Dornträne. Die steigert hier natürlich auch nochmal um die 20% unsere Kraft bei Angriffsserien. Und das deckt sich ja hier natürlich auch noch mit Alexander Scherbe. Die gesprungene Dornträne finden wir hier am niederen Erdbaum. Da müsst ihr diesen Erdwächter da töten und der droppt euch dann die Träne. Die Magieschleierträne findet ihr hier vorne bei der Location. Hier am besten spawnt ihr einfach bei der Straße der Sünde. Reitet hier einfach runter. Hier kommt dann gleich so ein Wurmgegner, den ihr hier bezwingen müsst. Und der droppt euch hier dann die Träne. Gut, nachdem ihr ihn besiegt habt, droppt ihr euch hier die Tränen. In meinem Fall droppt ihr die hier jetzt nicht, da ich die ja schon habe. Eine Spur findest du hier bei dieser Leiche hier. Und zwar befinde ich mich hier bei der Hütte mit Leichengestank. Du kommst am leichtesten hin, wenn du hier einfach von der Brücke der Sünde aus hier einfach geradeaus runterreitest. Dann hier das Haus natürlich hingehen und den Aufruf hier mitnehmen. Natürlich aufpassen, hier wird ein invalider Gegner noch entlang kommen. Den natürlich besiegen. Und dann natürlich den Zauber hier einsacken. Inter Magicus Zauber findet ihr hier in der Kristallhöhle der Akademie. Da hatte ich ja schon mal einen Guide dazu gemacht. Da kannst du natürlich den Guide auch abchecken. Und zwar mit dem overpowerten Magier-Bild. Da musst du dich hier einmal durchschlagen. Dann einmal den Aufzug hoch und da oben ist dann eine Kiste, in der du dann den Zauber da findest. Den Aufruf, Flamme gibt mir Kraft, müssen wir hier einmal hoch zu dieser Festung. Da zeige ich euch das hier natürlich hier auch gleich auf der Karte. Hier müsst ihr euch dann gleich links halten. Jetzt müsst ihr hier gleich aufpassen, denn da sind diese komischen Flammenwerfer, Panzer da. Oder was auch immer das hier sein sollte. Sind auf jeden Fall sehr, sehr tödlich. Dann hier jetzt rechts und inzwischen den beiden hier ist natürlich hier der Aufruf. Werdet ihr natürlich nicht so wie ich und werdet hier verbrannt, macht das natürlich hier um einiges besser. So, nachdem du alles eingesammelt hast, erkläre ich dir jetzt natürlich, wie die Waffe hier funktioniert. Da wird die Waffe hier mit Intelligenz und Arkanenergie gescaled, deswegen wir unsere meisten Punkte hier in Arkanenergie und Weisheit stecken werden. Also ihr seht ja jetzt hier meine Punkte, ich bin jetzt hier schon Level 256 und im New Game Plus 5. Aber ich werde euch hier jetzt einfach neben meinen Zahlen die Alternativzahlen da einblenden, damit ihr das hier so einfach übertragen könnt. Dann natürlich hier die ganzen Sachen hier einsetzen, falls ihr die jetzt eingesammelt habt. Gut, dann zeige ich euch das jetzt hier mal an Godfrey. Das ist ja hier der vorletzte Hauptboss. Wir sind hier so ziemlich im Endgame. Jetzt zeige ich euch, was hier der Bild so drauf hat. Ich nicht vergessen, euch hier zu buffen.
Imitator-Träne reinzuholen. Die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Denn die muss natürlich den Agro auf sich ziehen. So, dann lass mal ihn hier kommen. Könnt natürlich hier auch noch eine ein blutkochendes Aroma reinhauen, wenn ihr wollt. Boostet natürlich auch nochmal hier eure Angriffsstärke. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann geht ihr hier einfach hinter ihn und rammt ihn hier einfach das Schwertchen da rein. Und ihr seht schon, wir haben ihn jetzt schon 11.000 Schaden gemacht. Wir haben ihn einfach die Hälfte seines Lebens abgezogen. Ja, und weshalb und weswegen das hier nicht gehittet hat, verstehe ich auch nicht. Nun, Betrug. Aber ihr seht schon, damit seid ihr übelst broken unterwegs. Will ich dem Angriff dann nochmal ausweichen. Jetzt ist er ja in seiner Attackenform, wie ich sie so gerne nenne. Da seht ihr es auch schon, wir haben ihn getötet und das waren einfach nur zwei Main-Schläge. Und wie schon gesagt, ich bin ja im New Game Plus 6 und da sind die Bösse ja hier etwas stärker. Und das war's ja auch schon mit diesem overpowerten Waffenbild. Falls dir natürlich das Video gefallen hat, lass mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu Elden Ring zu verpassen. Falls ihr natürlich Probleme habt, um hier ein paar Sachen zu finden, schreibt es natürlich gerne unten in die Kommentare. Ich werde euch hier so gut es geht helfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.